Freunde, ich bin wieder zurück. Es wird Zeit, in Horizon Zero Dawn reinzugehen, wie wir es abgemacht haben. Wollen wir mal. Sonnenfels. Finde Gawan. Ne, oder? Quest. Ach doch. Wir haben ja bei Sonnenfels diesem Gefängnis, dass ich mir auf der Arbeit genehmigt habe. Wir haben wie heißt es, diesem Gefängnis dort ausgeholfen. Rotstund hat alle umgelegt, die ihn gejagt haben. Das ist Beweis genug. Und haben ja diese Mission bekommen, wo wir ja so wunderbar wie wir sind, diese drei Geflüchtete finden müssen. Rufen wir uns zwar nochmal eine Maschine hier. Auf geht's! So. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Es ist schön, dass du dich in politische Dinge nicht einmischst. Wenn dieser Gawan hier vorbeigekommen ist, sollte ich mal in der Taverne fragen. Ich kann nicht länger warten. Das perfekte Wetter, um ein bisschen zu faulenzen. Ha, was für ein Segen. Die Sonne ist mein Zeuge. Noch nie war hier eine Nora zu Gast. Und ein Mann namens Gawan? Nein, ich kenne keinen Gawan. Aber wir sind eine Handelsstadt. Hier kommen viele durch. Da bin ich mir sicher. Auch solche, die niemand sehen soll. Ich weiß nichts von deinem Gawan. Wenn er Ärger macht, tja, geht mich nichts an. Ich habe jetzt zu tun, Nora-Mädchen, wenn es recht ist. Völlig unverdächtig. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Mir egal, was andere Stämme so treiben. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Ich fühle mich einfach besser, wenn alles sauber ist. Ich habe mich das schon immer gefragt. Du siehst aus, als wärst du ausgeruht und zu allem bereit. Oder nur ein paar. Die Betten sehen eigentlich ziemlich sauer aus. Ich bezweifle sogar, dass der hier irgendwo in der Nähe ist unbedingt. Nicht besser als Nora. Hey. Wir haben all die Zeit unter derselben Sonne gelebt. Stellt sich das einer vor. Ah. Endlich kann ich mal kurz die Beine ausruhen. Ist das hier drüben Lichtenmark oder wie der heißt? Ist alles sehr verdächtig hier. Ah, die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Fernand. Alles klar, Fernand. Okay, Fernand. Was für ein Vorschlag? Als der idiotische Kajakönig herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt. Von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch.
Hey, Vernund? Meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Der sieht so schmierig aus, Digga. Der sieht so schmierig aus. Könnte interessant sein. Ich kann mich einfach nicht anfreunden. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Der sieht mir so zwielichtig aus, als hätte er irgendwas anderes im Schilde. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach... Ich trau dem nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaub dem kein Wort. Kein Wort glaube ich dem. Bald nehme ich mir Urlaub. Ob mein Fokus hier etwas findet? Die Sonne ist nicht zufrieden mit uns. Kein Wunder, dass sich die Verderbnis überall ausbreitet. Das ist so ein Nahrungslager. Oh, Metallscherben, die nehmen wir immer mit. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich... Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt, doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Hm. Wochen? Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne! Wo saß bei du der zuletzt? Sonne. Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen.